Es passiert mir immer wieder. Ich drehe mit dem Fahrrad meine Lieblingsrunde am Fluss entlang und es bläst mir ein ordentlicher Gegenwind ins Gesicht. Ganz schön anstrengend, dagegen anzutreten. Kilometer um Kilometer komme ich mehr schlecht als recht voran. In solchen Momenten freue ich mich auf den Wendepunkt meiner Route. Dort dürfte dann ja ebenso viel Rückenwind zu erwarten sein, von dem ich mich sanft nach Hause tragen lassen kann und der mich für all meine Mühe belohnen wird. Was dann passiert, regt mich immer wieder zum Nachdenken an. Ich fahre in die Gegenrichtung und auf einmal fühle ich rein gar nichts. Plötzlich völlige Windstille. Wo ist jetzt der ersehnte Rückenwind? Zugegeben, es fährt sich angenehm, wenn der Gegenwind nachlässt. Aber es ist auch von der anderen Richtung nichts zu spüren. Vielleicht hast du so etwas auch schon auf dem Rad erlebt. Rückenwind spürt man nicht, obwohl er ganz sicher da ist. Dreh nochmal um, dann weißt du es. Ist es nicht auch in unserem Leben so? Den Gegenwind bemerken wir sehr deutlich. Schwierigkeiten und Herausforderungen beschäftigen uns rund um die Uhr. Wir denken nach, grübeln, beten intensiv, suchen Gott und sprechen darüber. Das war eine harte Zeit, anstrengend, stressig. Wir sind ganz fertig. Aber wenn dann die Lebensstrecke wieder angenehmer wird, nehmen wir den Segen Gottes gar nicht wahr. Es fühlt sich ganz selbstverständlich an. Wir denken, dass Ruhe und Windstille ist. Normalzustand. Dabei werden wir mächtig von hinten angeschoben. Heute möchte ich mich daran erinnern, in wie vielen Dingen Gott mich segnet und mir hilft, obwohl ich es gar nicht merke. Dann behüte dich, dass dein Herz sich nicht erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. 5. Mose 8, Vers 14 und 17.